Das hier ist Tino. Tino ist ein 7000-Füßler, aber ein trauriger 7000-Füßler. Denn Tino weiß nicht, wie man Taschen schleifen kann. Eines Tages hat Tino gehört, dass es ein günstiges Gerät gibt, womit man Taschen schleifen kann. Und Tino, bist du immer noch traurig? Nein, ich bin nicht mehr traurig. Tino ist nicht mehr traurig. Denn er glaubt fest daran, dass es ein günstiges Gerät gibt, womit man Taschen schleifen kann. Es gibt ziemlich coole Schleifmaschinen, wie zum Beispiel die Excenta-Schleifmaschine. Damit kann man größere Flächen schleifen und man geht damit auch ziemlich schnell voran. Aber selbst wenn es sehr große Taschen sind, kommt man mit diesen Teilen nicht in eine Ecke ran. Um große Ecken zu schleifen, könnte man so ein Teil nehmen. Damit bekommt man zwar nicht so große Flächen wie mit einem Excenta-Schleifer geschliffen, aber immerhin kommt man damit an die Ecken und Kanten ziemlich gut ran. Aber Tino hat ein anderes Problem. Seine Tasche ist etwas kleiner und selbst mit so einem kleinen Schleifer kommt er nicht in seine Tasche rein. Und deshalb war Tino traurig. Dann gibt es auch noch solche Walzen. Für Taschenschleifen sind die mehr oder weniger geeignet, aber ich habe ein bisschen rumgeforscht und ein etwas interessanteres Produkt gefunden. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Und Moment mal, da sind noch die Füße von unserem Tino. Genau, von diesem Tino. So, ich hole das Ganze mal aus der Folie heraus und wir schauen uns das Ganze mal an. Also, so sieht das Ganze aus. Da sind solche Bürsten dran. Es könnten Tino seine Füße sein. Also haben wir hier einiges an diesen Borsten und einiges an dem Schleifpapier. Das hier ist Schleifpapier, ich glaube mit 400er Körnung. Ich habe im russischsprachigen Raum gesehen, dass die solche Geräte auch herstellen, aber die machen das Ganze aus bestimmten Gründen. Die schneiden da einen bestimmten Winkel rein. Das Ganze geht dann besser an die letzte Ecke und Kante. Dann haben wir hier so ein Teil. Die kann man sich übrigens auch aus einem 3D-Drucker drucken. Dafür gibt es auch Dateien. Und ich habe mir ein paar Ersatzschleifer bestellt. Das Ganze ist dann etwas günstiger als ein Komplettset mit der Rolle. Aber das mit der Rolle habe ich auch zweimal, damit ich nicht jedes Mal zwischen der Körnung umtauschen muss. Somit kann ich einmal zum Beispiel mit hier 400er Körnung schleifen und auf dem anderen mache ich, keine Ahnung, sagen wir mal 240er Körnung drauf und dann wird das Ganze passen. Wenn man ein Teil hat, würde das Ganze natürlich auch gehen, aber jedes Mal alles umzutauschen, dann geht da schon ein, zwei Minuten drauf. Wir öffnen das Ganze mal mit meinem Spezialwerkzeug. Ich nenne dieses Spezialwerkzeug The Wurstfingler. Mit The Wurstfingler das Ganze geöffnet. Also kommt da jetzt unser Schleifpapier rein. Dann ein Teil mit The Borsten. Und ihr dürft raten, genau, Schleifpapier. Immer schön abwechselnd. Und das Ganze ist auf jeden Fall sehr interessant, wie lange dieses Schleifpapier erhalten wird, wie oft und was für Fläche ich damit schleifen kann. Also, Deckel wieder drauf, Spezialwerkzeug, die Wurstfingler, damit das Ganze schön festbinden. Und was mir auf jeden Fall jetzt bereits schon nicht gefällt, also diese ganzen Härchen da oder Borsten-Dinger halten da im Innern nicht so gut drinne und fallen ziemlich stark ab. Wir werden das Ganze mit zwei verschiedenen Geräten testen, einmal Akkuschrauber und eine Tischbohrmaschine. Dieser günstige Akkuschrauber von Voxon, ich glaube, das war damals Aldi, ich glaube, der war um die 30 Euro und der hat schon zwei große Umzüge mitgemacht. Und alles andere auch. Auf jeden Fall, der ist schon, ich glaube, 6-7 Jahre alt und der arbeitet immer noch ziemlich gut. Unser Schleifer drin, der ist ein bisschen müde. Jetzt mal eben auf die Schnelle ein Bild für das Thumbnail machen. So, mit Drehbewegung oder ohne? Also ich habe hier eine kleine, raue Latte. Damit fangen wir ein bisschen an. Und ich habe hier noch ein Holzstück mit einer Tasche von meinen ersten CNC-Fräsversuchen. Da können wir das Ganze mit den Taschenfräsen heute auch mal testen. Ich gehe da einfach mal selber kurz drüber. Heute habe ich nichts, was ich unbedingt schleifen werde, aber da ich jetzt CNC auf Massenproduktion versuche hinauszugehen, werde ich das Teil wahrscheinlich des Öfteren mal benötigen. Und so geht das Ganze. Also, schleifen tut das Ganze. Ich habe hier eine 400er Körnung. Bei so rauem Material wäre natürlich erstmal eine gröbere Körnung, vielleicht mit 120er oder so drüber gehen oder 80er, wäre natürlich optimal, aber das ist auch nur ein Testzweck. Also hier an der Kante bin ich auch etwas drüber gegangen, mehr oder weniger ungewollt. Aber auf jeden Fall so, sieht auf jeden Fall gut aus im Vergleich zu dem ungeschliffenen Stück. Das kommt mal weg und wir versuchen das Ganze mit diesem Teil.
Das ist eine Fräsoberfläche, die ist gar nicht mal so schlecht, also die ist nicht ganz rau oben, aber dennoch, ich möchte mal schauen, wie ich an die Ecken und Kanten rankomme und ins Innere der Tasche. Das Ganze zum Beispiel mit diesen Exzenterschleife würde ich dann nicht mehr rankommen. Mit dem spitzen Bosch, was ich vorhin gezeigt habe, ich glaube, der könnte von der Breite reinpassen, aber ob ich da noch ganz gerade an die Ecken rankomme, bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls mit diesem Teil kann ich genau an der Ecke schleifen und ich komme so ziemlich an jede Ecke und Kante eigentlich ran. Für das zum Beispiel, für solche Teile ist das Ganze schon ziemlich gut. Damit ich das Ganze gleich nicht mit einer Hand immer festhalten muss, werde ich das Ganze an eine Standbohrmaschine, die wir auch in einem der letzten Videos gemeinsam mal angeschaut haben, befestigen und dann schauen. Und schaut euch mal an, was ich hier entdeckt habe. Genau, Staub. Der ist ganz langsam. Hier ist natürlich Windstille. Deshalb, wenn man auf schwarzen Hintergrund schaut, sieht man, wie viel Staub da ist. Deshalb beim Schleifen ohne Absaugung unbedingt eine Staubschutzmaske tragen. Auch wenn man den ganzen feinen Staub manchmal nicht sieht, ist er auf jeden Fall da. Also, jetzt kommt unser Parkside Tischbohrmaschinler. Wir werden das Teil da befestigen. Und dann schauen wir, wie wir das Ganze schleifen. So, das gute Teil spannen wir da mal rein. So, sollte passen. Währenddessen beobachtet Tino von der Seite aufmerksam den gesamten Ablauf. Und wollen wir mal. Ich habe hier nichts, was jetzt geschliffen werden muss. Ich möchte einfach schauen, wie das Ganze von der Bequemlichkeit her ist. Und das ist schon an einer Standbohrmaschine ist das Ganze natürlich ziemlich fein. Ich könnte mich auf jeden Fall daran gewöhnen. Jetzt wieder an unserem ausgefrästen Stück. Da habe ich noch eine scharfe Kante. Gehe ich mal kurz drüber, um das Ganze mal anzuschauen. Ich habe immer noch Schleifpapier mit 400er Körnung. Eigentlich hätte ich lieber für diesen Test etwas Gröberes genommen. Aber irgendwie das erste, was ich ausgepackt habe, habe ich auch drauf gemacht. Und irgendwie auch gar nicht dazu gekommen, das mal auszuwechseln. Jedenfalls damit bin ich auch rübergegangen. Wie gesagt, das Teil im Inneren ist bereits geschliffen. Das ist schon ziemlich fein, ziemlich fühlt sich sehr gut an. Aber ich schaue hier einfach nur den Vorgang, wie gut ich da rankomme. Hier zum Beispiel komme ich auch unten an den Winkel ganz gut ran, aber hier muss man auch sehen, links und rechts, das Überstehende schleife ich so mit. Und wenn das Ganze nicht gewollt ist, ist das Ganze auch hier dann problematisch. So Freunde, man kann hier noch den Streifen sehen. Jedenfalls ist das Ganze sehr fein, also das spürt man gar nichts mehr. Ist mit 400er Körnung halt drüber gegangen ein paar Mal. Mir gefällt der Schleifer auf jeden Fall sehr gut, aber hier gibt es auch Probleme. Zum einen, diese ganzen Härchen, also die Borsten, fallen sehr stark raus. Natürlich, dieser Schleifer ist nicht für die Ewigkeit gedacht, aber dennoch allein beim Aufbau hat er mir den Tisch hier schon ziemlich stark zugemüllt. Tino hat aber damit keine Probleme, denn Tino ist hungrig. Und wenn Tino hungrig ist, dann isst er auch was. Schleifpapier sieht immer noch sehr gut aus. Ich habe auch, muss ich dazu sagen, nicht sehr lange geschliffen. Aber ich denke, damit kann man solche zum Beispiel Taschen. Auf jeden Fall kommt man besser voran als mit einem anderen Gerät. Es sei denn, ihr habt bessere Ideen, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich bin am Anfang dieser Werkstatt auszubauen. Und deshalb schaue ich immer wieder, welche Geräte ich in Zukunft benötigen werde oder welches Zubehör. Und baue das Ganze nach und nach hier aus. Stand jetzt denke ich, ich werde mir noch ein paar solche Schleifer bestellen. Ich werde euch den Link in der Beschreibung da lassen. Bei mir hat der Versand etwa 10 Tage gedauert. Diese Aufsatzteile, ich würde selber 2 Stück kaufen oder schauen, dass ich das Ganze aus dem 3D-Drucker drucke. Die könnte man theoretisch auch selber produzieren. In Russland gibt es ein cooles Unternehmen, die das Ganze herstellen, aber man kriegt das Ganze jetzt durch die aktuelle Situation nicht hierher importiert. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, aber vielleicht ist da eine kleine Nische und jemand, der Zeit und Lust hat, könnte da vielleicht einsteigen. Und das Wichtigste ist, ihr müsst unbedingt abonnieren, denn Tino wird sonst wieder traurig. Bis die Tage. Ciao.